Ich nehme das jetzt auf. Oh, die schon Das wieder, ist das hatten wir das schon. nur für den Fall, Dass dass du mich einer vergisst. von uns irgendwas Schlaues von sich gibt. Mit Sicherheit nicht mehr. Du weißt doch, ich über Schlaues. Ja, ich auch Ach, nicht. du bist immer so lustig. Ist jetzt eine Theorie. Nee, weil ich weiß ja nicht, über was wir schon gesprochen haben und mir gehen da immer Geschichten durch den Kopf. Denk komischerweise jetzt schon länger darüber nach, vielleicht doch eine Aufnahme davon zu machen. Okay. Ich habe ja, weiß ich auch nicht, ich will das vielleicht, will ich das nicht 100 Mal erzählen oder so. Weißt du, irgendwas ist da bei mir passiert. Okay, erzähl. Es ist ruhiger geworden. Siehst Mir du? ist was aufgegangen, wie es funktioniert. Also ich meine, gehört haben wir das alle schon, ne? Aber irgendwann kommt dieser Punkt, und ich glaube, ich will jetzt nicht zu laut, also du weißt schon, Ja. aber da ist jetzt irgendwas. Guck mal, in der Theorie kannst du mit dir selber umgehen. Also ich bin nicht besonders gut mit mir umgegangen, weil ich habe mich ja nicht besonders gemocht. Ja, und habe praktisch mein Leben lang auf mich eingeprügelt, weil ich habe das eben so Ja. mitgekriegt. Sagen wir mal, wir schieben das jetzt mal irgendwo hin. Irgendwer hat Ja. es verbockt. Ist eben so. So. All das läuft ziemlich mechanisch ab. Da können wir gerne ins Detail gehen, wie sowas passiert. Und dann kommt Bewusstsein ins Spiel. Das ist vielleicht jetzt ein aufregendes Wort, aber das heißt eigentlich nur, da ist einer, der weiß was, der bemerkt was. Also Bewusstsein, dem ist was bewusst. Zum Beispiel könnte dem bewusst sein, dass der völlig mechanisch funktioniert. Und jetzt gibt es einen ganz einfachen Trick. Der steht jetzt also fest, Mensch, ich funktioniere völlig mechanisch. Und dann so, weißt du, was er denn sagt? Passt schon. Ja. Und damit ist der Drops gelutscht. Das war's. Mehr ist nicht zu Ja. tun. Nee. So, wie kommst du jetzt dahin? Weil du ja wieder anerzogenerweise meinst, so wie du bist, nicht richtig zu sein. Sagen wir mal jetzt, haben wir jetzt irgendwo so mitgekriegt, Schwammen halt, ne? Schon immer haben sie irgendwie an dir, alle an dir und du selber vor allen Dingen auch. Und Ja, genau. jetzt hast du ja so deine eigenen Richtersprüche, deine Urteile, die du über dich selber und über andere fällst, wo du jetzt sagst, nee, sowas tut man ja auch nicht. Und das sind entzündende Gedanken. Und da ich nun viel mit Entzündungen zu tun hatte, mein Leben lang, kommt mir plötzlich, geht mir das auf, was ein entzündender Gedanke ist. Entzündungen kommen aus meiner jetzigen Sicht nämlich nicht daher, dass du weißt schon da draußen irgendwas, sondern da geht ein entzündender Gedanke voraus, der diese Entzündung überhaupt erstmal, die musst du daran gar nicht erkennen. Einfach nur entzündende Gedanken. Was ist ein entzündender Gedanke in dem, wie ich das jetzt mir vorstelle? Scheiße, was hast du da jetzt gerade gemacht? So, das ist jetzt mal, für mich ist das ein entzündender Gedanke. Der könnte den Krieg anzetteln. Also der bringt irgendetwas in Gang. So, und wie kommt man da jetzt umrum?
Indem man das nicht tut. Ja, klasse. Wie tut man denn das nicht? Du bist ja dressiert. Also ich meine, das ist ja, es läuft ja jetzt kommt ja der Punkt, es läuft ja völlig mechanisch ab. Du hast irgendwas gedacht, von dem du jetzt laut deinen eigenen Regeln meinst, das denkt man aber nicht. Und dann geht das so weiter. Was denkst du hier so? Hier schäm dich, weiß irgend sowas so. Ja, entzündete Gedanken eben, die das, was ist, so bewerten. So, und jetzt ist erstmal ja gar keiner da, dem das klar ist. Oder bewusst ist, um da mal das Wort zu benutzen, bewusst. So, jetzt kommt einer ins Spiel, dem das bewusst wird. Der sagt jetzt, ah, ich sehe, dass ich mit irgendetwas, was ich selber getan oder gedacht habe, nicht einverstanden bin. Ist okay. Und damit ist die Entzündung vorbei. Aber da ist eben einer, der muss das merken. Und der muss wissen, wie er reagiert. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den eigentlich dahin, dass der so reagiert? Weil für mich ist die große Schwierigkeit, dass die Frage, darf ich das? Und ich kann dir gleich sagen, ich bin der Einzige, der es mir erlauben kann. Ich würde so gerne jemand anderen fragen, aber ich bin dann doch die letzte Instanz. An mir muss es vorbei. Und er kann mir noch so viel erzählen. Hey, kann er sagen, hier, ich habe dich so gemacht. Ja, sei gefälligst so. Hör auf, an dir rumzunörgeln. Wenn ich immer noch der Meinung bin, so ist man eben nicht. So soll man nicht sein. Dann ist das mein letztes Urteil. Und das ist mein entzündender Gedanke. Also muss ich mir selber darüber Gedanken machen, ob so ein entzündender Gedanke gut ist. Wir müssen erst mal gucken, was will der eigentlich? Der sagt, ich habe einen Scheiß gebaut. Der weiß vielleicht sogar, dass das nicht mehr zu ändern ist, weil Vergangenheit, also was auch immer, ich denke mir das ja in die Vergangenheit, dass ich da einen Scheiß gebaut habe, ob ich was gedacht oder getan habe, irgendwas. Das ist schon klar. Das ist ja weg. Aber warum prügel ich trotzdem auf mich ein? Das ist ganz einfach, weil ich möchte das für die Zukunft verhindern. Weil ich sage ja, sowas tut man nicht. Es ist dir nicht gleichgültig. Es gibt Gedanken, die rauschen einfach so durch und mit Genau. anderen resonierst du. Genau. Und Genau. dann, Das war so oder so. Also entweder du freust dich oder du sagst, nee, das geht gar nicht. So, diese Art. So, jetzt ist es ja aber passiert. Also das haben wir ja eben schon festgestellt. Das ist ja passiert. Was jetzt? Ja? Das kann ich doch auch nicht ändern, dass es passiert ist. Also brauche ich es auch nicht versuchen. Ich meine, das ist jetzt mal meine Erkenntnis. Das ist für mich ist das, ist das, das klingt sowas von einfach. Das ist passiert. Das kann ich nicht ändern. Das brauche ich nicht versuchen. Das ist auch schön, wir haben schon mal einen Baustein, haben wir schon mal. Darauf kann man bauen. Warum ist das passiert? Wir tun jetzt immer mal noch so, dass es was ist, was ich eigentlich nicht wollte oder nicht will. Ja, also wir tun jetzt einfach mal so. Jetzt stelle ich fest, gut, das ist jetzt passiert. Wie konnte das eigentlich passieren? Dann muss ich denn mal so ein bisschen bei mir in mein Programm reingucken, aber wahrscheinlich weiß ich es nicht besser.
Ist wahrscheinlich so, dass ich es nicht besser weiß. Weil, jetzt mal ehrlich, hätte ich es besser gewusst, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ne? Wir tun jetzt einfach mal so, das wird ja einen Grund geben, wenn das denn ein schlechter Gedanke, was auch immer ich mir da vorstelle, also ist ja mein Urteil, aber wir gehen einfach mal davon aus, ich wusste es in dem Moment vielleicht nicht besser. Okay? Ja. Gut. Dann kann ich mir Gedanken darüber machen, dass ich das vielleicht mal lerne. Irgendwann. Ja, ich sage jetzt also, zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht besser gewusst. Und da ist es passiert. So gut. Jetzt können wir schon mal Gedanken machen, ob das Sinn macht, jetzt auf mich einzuprügeln für das, was passiert ist, wo ich es eigentlich doch nicht besser gewusst habe. Komm, sei barmherzig mit dir selbst. Lass es. Jetzt kommt der andere und sagt, wir wollen das jetzt aber für die Zukunft verändern. Dann sagen wir, gut, gucken wir uns das mal genauer an. Bist du jetzt schon in der Lage? Nee. Ich habe es ja noch nicht gelernt. Ja, also ich müsste es lernen. Ich müsste das verstehen, irgendwie eine Erkenntnis kriegen. Weißt du, so in diese Richtung. Habe ich aber noch nicht. Aha, das ist also mal der Jetzt-Zustand. So, jetzt kann ich natürlich mich irgendwie in den Arsch treten oder so, um schneller vorwärts zu kennen. Und da muss ich habe da Erfahrung. Das geht nicht. Das muss man wahrscheinlich am eigenen Leib erleben. Je mehr du auf dich einprügelst, umso schlechter klappt eigentlich alles. Anstatt dass mal irgendwas besser wird. So, dann können wir uns auch angucken, warum das so ist. Weil einer, der ständig beprügelt wird, wahrscheinlich auch nicht mehr klar denkt. Was auch immer, der ist eben verunsichert und der weiß eigentlich vorne und hinten nicht. Und gut, wenn wir jetzt wollen, dass der was lernt, dass der irgendwie in diese Richtung kommt, ja, dann müssen wir mal gucken wir uns das mal an. Wie kommt man zu einer Erkenntnis? Also jede Erkenntnis, die du bekommen hast, das ist ja schon ein schönes Wort, da fällt das schon auf, die habe ich irgendwie bekommen. Mitunter habe ich mich noch nicht mal gerade in dem Moment mit dem Thema beschäftigt. Das ist mir einfach eingefallen. Aber man kann sich auch mit dem Thema beschäftigen. Aber jetzt müssen wir auch wieder da unterscheiden. Interessiere ich mich wirklich für das Thema? Oder berechne ich mir nur, da muss ich was lernen, da muss ich noch an mir arbeiten und deswegen interessiere ich mich, verspreche ich dir, das wird nichts. Brauchen wir gar nicht versuchen. Ist auch eine Erfahrung von mir. Wenn es dich wirklich interessiert, das merkst du schon. Was mich interessiert, das kann ich ganz klar. Weil da habe ich Lust zu, da will ich das, da gucke ich nach. Wenn ich nur dann nachgucke, um irgendetwas wegzukriegen, vergiss oder das. Oder glaube, alles. Wissen zu müssen. Ja. Ja. So, also wir haben überhaupt grundsätzlich einen Stand, den machen wir, das mache ich dir mal so. Also wir haben ein Hier und ein Jetzt. Das ist mein Stand. Ich habe etwas vor mir, ja. Das kann ich noch nicht. Das ist aber vor mir. Und ich habe etwas hinter mir. Das kann ich schon. Das habe ich schon durch. Ja. Und da stehe ich. Genau hier. Da ist das vor mir und da ist das hinter mir. Und nun stell dir mal vor, diesen Punkt verlasse ich sowieso nicht. Weil selbst wenn ich das, von dem ich jetzt glaube, dass ich das lernen muss, was da vor mir ist, selbst wenn ich das gelernt habe, habe ich eigentlich das nur hergeholt und dann wandert das nach hinten und es steht da was Neues vor mir. Ich werde diesen Punkt, dass etwas zu lernen gibt und etwas gelernt ist, diesen Punkt werde ich nie verlassen. Also hör auf, hier einen Stress zu machen. Ja. Vor allen Dingen einen Stress, der nur unter Quälkram, also das ist ja reine Quälerei, wenn du meinst, hier irgendetwas tun zu müssen. Und für wen? Für den, der da drinnen meint, ich muss so und so sein. Ich muss das alles können und so. Ja, stell dir mal vor, gut, wir stellen uns jetzt mal vor, du könntest das alles, was du dir vornimmst, dann hättest du wahrscheinlich ein Super-Ego produziert. Was du alles kannst. Möglich? Aber das wollen wir ja gar nicht.
Wir wollen, und jetzt kommt es, jetzt kommt nämlich der Udo-Mann, der würde jetzt nämlich fragen, wo willst du hin? Du hast doch nur jetzt. Ja. Also was du hinkriegen musst, ist, mit dem jetzt klarzukommen. Mit dem genauso, wie es ist, was du eben kannst und was du nicht kannst. Den Punkt, den du ja sowieso nicht verlässt. Aber dieser Versuch ständig, da rauszulaufen, irgendwo dahin, hinterher zu laufen, sorgt doch nur dafür, dass du dich im Jetzt nicht wohlfühlst. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal, wir nehmen uns jetzt, du hast ja auch deine Schüler da und jetzt guckst du dir an und je nachdem, wie du auf die einwirkst, wenn du möchtest, dass die was lernen, stellst du fest, dass die schneller oder langsamer lernen. Wenn du jetzt die unter Druck setzt, also bei mir geht das immer ins Gegenteil, unter Druck, da friere ich praktisch ein. Da passiert bei mir gar nichts mehr. Ja. Aber wenn ich mich sau wohl fühle, da kommt doch was ganz anderes. Jetzt stell dir vor, Heiko, ja, großes Angstthema immer. Und jetzt habe ich irgendwo Angst. Jetzt kommt ganz mechanisch. Ja, jetzt hast du wieder Angst. Das liegt ja nur daran, weil du ja immer noch nicht vertraust. Nun, gib dir mal Mühe. Und heute sieht das anders aus. Da habe ich Angst. Und dann lächle ich. Das ist mein Heiko. Das ist mein Programm. Und das war's. Und weißt du, was jetzt passiert? Der Fokus ändert sich. Wo du vorher versuchst, diese Angst zu bekämpfen, die ja nun mal sein muss mit dieser Reifestufe, weil du es eben nicht besser kannst. Das ist ja jetzt so. Kann ja nicht anders. Hab eben das nicht gelernt, was es dort zu lernen gibt oder so. Aber das macht komischerweise die Angst schlimmer, wenn man da rein mechanisch funktioniert und meint, die Angst muss weg und so. Und die ist ja nur, weil ich bin eben zu blöd, was auch immer. Ist ja jetzt auch Wurst. Und jetzt gehst du anders damit um. Jetzt hast du zwar Angst und merkst, dass du Angst hast, also passt schon. Bin ich nicht so weit, habe eben Angst. Wo ist das Problem? Und jetzt, wo mir diese Sachen aufgehen, jetzt geht das den ganzen Tag bei mir so, wann immer da irgend sowas auftaucht, jo, oder lach. Ja, ich. Ja. Und dann geht es auch gleich besser. Ja. Und erstmal, für mich ist jetzt ganz wichtig, auf diesem Level zu bleiben. Es geht überhaupt nicht darum, irgendetwas zu lernen. Irgendwie, ob ich nun Angst habe oder nicht, das interessiert mich im Moment noch gar nicht, das jetzt zu lernen, weil das werde ich lernen, wenn es soweit ist. Das passiert. Ja. Das ist auch eine Erfahrung von mir, das kannst du gar nicht verhindern. All diese Dinge passieren sowieso. Aber nicht, wann ich sie will, sondern die passieren. Da kann ich mich drauf verlassen. Und was mache ich jetzt? Ich gucke zu, oh, hat er Angst. Das ist mein Heiko. So ist er. So ist er. Und das war's. Und die Luft ist raus. Und es geht mir einfach gut. Na also. Weil ich nach 55 Jahren anfange, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Was mache ich mir damit schöner mein Jetzt? Weil ich erkenne, dieses Ganze irgendwo hingelaufe, hinterhergerenne, sonst irgendetwas versauen mir jetzt. Ich habe doch nur jetzt. Und das kannst du nur gut leben, wenn du das akzeptierst, was ist. Ja. Also mein eigenes, klar, wenn ich Angst habe, will ich die nicht. Aber das ist doch okay. Muss ich dann auch noch zusätzlich auf mich einprügeln? Wie dumm ich bin oder was ich alles noch nicht kann. Das tust du? Jetzt nicht mehr. Aber mein Leben lang. Für alles, es geht ja um den ganzen Tag so. Und diese Urteile,
meine eigenen Richtersprüche, was man tut, was man nicht tut, was gut ist, was schlecht ist, den ganzen Kram, wird nicht nur an mir, ich urteile ja an mir, wenn ich jetzt sage, dick ist hässlich und ich bin dick, dann habe ich ein Problem. Ja, aber das habe ich doch gemacht. Ja. Aber so bin ich eben, ist auch okay. Verstehst? Jetzt kommt der. Ja, der das bewusst ist. Ja, ich gucke mir mein Programm einfach an, wie mein Programm funktioniert und ich mische mich da nicht ein. Ich weiß, dass das jetzt so bleibt, aber das läuft jetzt schon 2 Tage und ich gehe total ab dabei. Es geht mir richtig gut. Schön. Aber nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe oder so. Klar, ich habe meine Hinweise, gerade jetzt hier, was hier immer mit Schöpfungsschlüssel kommt, da ist schon sehr viel in diese Richtung. Mhm. Nee, aber ich habe es für mich selber erklären können. Mhm. Warum es keinen Sinn macht, auf sich einzuprügeln. Prügeln, gar nicht. Mhm. Ja. Und was genau, ne, schon lange darüber nachgedacht, was genau hier meine Funktion ist oder so. Aber jetzt plötzlich ist was passiert. Und mal sehen, ob das so bleibt, ne? Das sind doch gute Dinge. Mhm. Und das, was ich jetzt darf, also so sein, gleiches Recht für alle. Das ist das Entscheidende. Und ich kann natürlich sehen, wenn jetzt irgendeiner, wo ich bin ja auch einer, ich bin ja sehr zurückgezogen, ja, weil ich bin leicht zu verletzen und das mag ich eben nicht und deswegen ziehe ich mich zurück. Jetzt nehmen wir mal jemanden, der mich verletzt. Der weiß das doch auch nicht besser. Und dann kann ich auch sagen, ja, so ist er eben. Es heißt ja nicht, dass ich das trotzdem jetzt ertragen muss, weil jetzt bin ich ja wieder so, ich ziehe mich dann von dem zurück. Ja, wenn mich einer so, der darf zwar, ich meine, er ist entschuldigt, weil der kann ja nicht anders, der ist ja eben jetzt auf diesem Stand mit seinem Programm, wie er, ne, dann ist der eben so. Aber ich bin eben auch so, dass ich sage, nee, komme ich nicht mehr klar, ziehe ich mich von zurück. So ist es mein Heiko, zieht sich zurück. So, fertig. Jetzt darf jeder, wie er ist, aber eben nicht. Das heißt nicht, ich halte die andere Wange hin. Weil ich das, vielleicht können wir ja mal, gucken wir mal irgendwie einen Blick in die Zukunft, vielleicht werde ich das mal tun. Aber jetzt, mein Programm, nee. Ich werde es mal vorsichtig versuchen. Ich bin ja mal, ne, mach's ja mal, aber so bin ich. Das ist mein Heiko. Ich habe nur den einen und der ist auf genau diese Reifestufe, wo er eben ist. Genau. Und ich kann dir ziemlich genau sagen, wie er auf bestimmte Dinge reagiert. Ja. Und ich kann mir auch Gedanken über bestimmte Sachen machen und mich weiterentwickeln. Und das passiert sowieso. Aber jetzt haben wir einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Ich fange an, mich zu mögen. Ja. Ganz entscheidend, ja. Ganz entscheidend. Ich fange an, mich zu mögen. Und das musste ich selber machen. Das kann dir nicht einer einfach hier vor, hier macht das und so, sondern du brauchst eine Erkenntnis, darf ich überhaupt so sein? Weil du immer noch glaubst, du kannst da überhaupt was dran machen. Und mal ehrlich, wenn ich jetzt an zu Hause denke, ja, diese Sprüche, ja, es geht ja auch nicht hier. Jeder muss an sich selber und muss sich doch, und man kann sich ja verbessern. Und so war das doch. So habe ich das doch gelernt. Und wahrscheinlich bin ich genau deswegen so geworden, weil ich nie gut genug war. Jetzt ist ja schon wieder ein Urteil. Wer sagt denn, dass das... Ist doch die perfekte Rolle, die du da spielst. Ja klar, jetzt. Ja, wahrscheinlich schon immer. Du hast es noch nie so gesehen. Wir ändern jetzt die Vergangenheit. Wir sagen jetzt, das war genau so.
Aber das habe ich anders gesehen, weißt du? Was hat sich jetzt bei mir eigentlich geändert? Da ist einer, der kriegt jetzt was mit und der sagt jetzt, da gehen wir jetzt anders mit um. Entzündende Gedanken müssen kein Feuer anzünden. Wie heißt das in dem Lied so schön? Feuer brennt nieder, wenn es keiner mehr nährt. Ja. Das reicht ja schon. Wenn du einen entzündenden Gedanken denkst und du bemerkst das, ist vom Tisch. Aber wenn du rein mechanisch funktionierst, dann kannst du da in sowas, aber das wissen wir ja alle selber, in was man da reingeraten kann. Wenn da keiner ist, dem das bewusst ist, dann funktioniert das rein mechanisch und dann kann man sich da richtig reinsteigern. Ja, 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 das geht gut, ja. Vielen Dank.